lange gezittert, aber am Ende gefeiert. Nach einem Nervenspiel mit glücklichem Ausgang hat die SG Flensburg-Handewitt weit weniger souverän als erwartet ihre zweite deutsche Handballmeisterschaft nach 2004 eingefahren. Die Norddeutschen kämpften sich am 34. und letzten Bundesligaspieltag zu einem 22:21, 12:12 Sieg gegen Frisch auf Göppingen und behaupteten damit ihren Vorsprung auf Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen, dessen 28:25, 13:12 Erfolg gegen SCDHFK Leipzig wertlos war. Man hat gemerkt, wie viel Druck die Jungs hatten. Ich bin stolz, wie sie das gemacht haben, sagte Flensburgs Trainer Mike Machulla bei Sky, wir waren so oft kurz davor. Für die Fans und die Stadt ist das ein besonderer Tag. Ex-Weltmeister Holger Kleindorf fügte hinzu, ich bin einfach nur happy. Es war sehr zäh, aber das ist total egal. Wir sind deutscher Meister. Primus Prost wird fast zum Spielverderber nach dem ersten Titel 2004 war der ewige zweite siebenmal Vizemeister geworden. Und auch am Sonntag standen die Flensburger kurz vor einem bitterbösen Erwachen, ein Remis hätte nicht zum Titel gereicht. Mit dem Triumph vor Augen, agierte die SG phasenweise wie gelähmt, fahrig und zum Teil übernervös. Die Platzherren vergaben viele freie Würfe gegen Göppingens Torwart Primus Prost und versäumten es ein ums andere Mal, in der Verteidigung kräftig zuzupacken. Die 6300 Zuschauer in der seit Wochen ausverkauften Flens Arena staunten nicht schlecht, dass keine der beiden Mannschaften in der ersten Halbzeit mehr als einen Torvorsprung herauswarf. Erst in der 43. Minute führte die SG erstmals mit mehr als einem Treffer, 17:15. Dabei waren die Gäste stark ersatzgeschwächt und lediglich mit 7 Feldspielern und 2 Torhütern in den hohen Norden gereist. Trainer Rolf Brack hatte seinem Team daher verständlicherweise eine eher behäbige Spielweise verordnet, die zunächst dazu ausreichte, den hohen Favoriten nicht wegziehen zu lassen. Hüttenberg und Lübbecke steigen ab möglich gemacht hatte den Flensburger Triumph auch eine Schwächephase des Vorjahresmeisters in Ligensport. Zwischen dem 31. und dem 33. Spieltag holten die Mannheimer lediglich einen Zähler und büßten damit einen 4-Punkte-Vorsprung auf den neuen Titelträger ein. Derweil sind der TV Hüttenberg und der TuS in Lübbecke nach nur einer Saison wieder abgestiegen. Lübbecke rutschte durch ein 27:30, 13:11, beim TBV Lemgo am letzten Spieltag noch auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Auch Hüttenberg muss nach dem Durchmarsch von der 3 in die 1 Liga nach einem 23:28, 12:15, bei den Füchsen Berlin direkt wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Gerettet ist hingegen der dritte Aufsteiger Eulen Ludwigshafen, durch ein 32:29, 16:15, gegen den HC Erlangen zogen die Ludwigshafener am Sonntag noch an Lübbecke vorbei. Meister und Vizemeister sind für die Champions League qualifiziert. Im EF-Pokal starten die Füchse Berlin als Titelverteidiger, der TSV Hannover-Burgdorf als Verlierer des deutschen Pokalfinals, der SC Magdeburg als Tabellenvierter sowie Rekordmeister THW Kiel als Tabellenfünfter. Machulla nach nur einer Saison Flensburger Trainerlegende seit Wochen waren alle Eintrittskarten für die Begegnung in Flensburg verkauft, wer keinen Einlass fand, konnte aber rund um die Halle mitfeiern. Ein DJ sorgte für Stimmung, und die SG lud zum gemeinsamen Public Hearing. Da die TV-Live-Rechte beim Abosender Sky liegen, übertrug der private Hörfunksender Radio Schleswig-Holstein die kompletten 60 Spielminuten. Mehrere Flensburger Leistungsträger nahmen mit dieser denkwürdigen Partie ihren Abschied. Keeper Andersson beendet mit 40 Jahren seine Laufbahn, andere Leistungsträger wie Mogensen, Henrik Doft Hansen, Jakob Heiner und Quentin Mahi setzten ihre Karriere an anderer Stelle fort.
Andere, die bei der SG bleiben, erlebten ebenfalls einen ganz persönlichen Triumph. Coach Machuller trat nach nur einer Saison bereits aus dem Schatten seines Vorgängers Lubomir Vranjes heraus. Der Schwede hatte 2014 mit den Flensburgern die Champions League gewonnen. Über seinen ersten Meistertitel nach insgesamt 17 Bundesliga-Jahren in Nordhorn, Lemgo und Flensburg durfte sich Liga-Urgestein Glandorf, 35, freuen.